Yo, hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der RC Warlord und ja, wir sitzen in meinem Keller. Wie immer, Kellerkinder an die Macht. Ja, diejenigen, die das Video vielleicht schon gesehen haben, hier steht mein Neuzugang, der Sledgehammer S50 von Thunder Tiger. Den stellen wir jetzt mal weg. Und holen das her. Also das Päckchen hier, das stellen wir. Das tun wir mal ein bisschen weiter weg. So, das passt besser. Ist nicht ganz so groß. Ist wieder was gekommen. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht wieder denken, Alter, der bestellt ein Päckchen nach dem anderen. Ja, ich find's geil. Ja, schön. Ich find's immer schön. Es ist wie Weihnachten, wenn ein Päckchen kommt. Schöner wäre es natürlich noch, wenn du nicht weißt, was drin ist, obwohl du aber weißt, dass es für dich ist. Naja, gut. Nichtsdestotrotz, ihr kennt es ja schon, mein 50.000-fach gefaltetes Messer. Damit werde ich jetzt mal den Karton öffnen. Was wird da drin sein? Ja. Hören wir mal auf. Auf jeden Fall viel Pappe und ein Schreiben. Das brauchen wir alles nicht. So, jetzt kann ich mich auch wieder setzen. Ja, ich hatte ja vor einiger Zeit schon erwähnt, dass ich mir Reifen gekauft habe. Eigentlich für den Trophy, HPI Trophy, weil die Reifen von dem sind sehr in die Jahre gekommen. Die Noppen sind schon ziemlich abgenutzt. Und jetzt habe ich mir Reifen bestellt, MT Uphill Tires Traxxas Speed Sport Black Offset Rims. Ja, steht da drauf. Ja, auch wieder von meinem Reifendealer. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich bin wieder so aufgeregt. RC Race Shop, Entschuldigung, ich habe es wieder vergessen. Ich könnte ja vielleicht euch ein bisschen näher holen. Ah, das ist aber eher schlecht. Ah, so ist schon besser. Ja, wir machen das Päckchen hier mal auf. Also, Reifenmarke ist... Oh Gott, ich kann das gar nicht lesen. Lewis, ja, oder? Ja, ich glaube Lewis, gell? Oder? Meine Augen werden immer besser, ja. Auch so ein Zippo-Verschluss. Ich finde das saugeil. Ah, da gibt es noch, ja, Lewis heißt das Gute. Oh, die riechen aber, oh, die riechen fett. Mein lieber Mann, Alter, guckt euch die Reifen an. sind ein bisschen kleiner wie die Proline-Reifen. Ein wenig kleiner im Durchmesser und ein wenig schmäler, also ein paar Millimeter. Ist jetzt nicht die Welt, ja. Die habe ich mir eigentlich... Oh, das sind echt... Also die Füllung ist auch schon mega, ja, mega. Die würden sich natürlich auch wunderbar auf dem neuen Zugang machen, ja. Auf dem Sledgehammer. Ja, ich bin jetzt unschlüssig, aber ich brauche halt auch für den HPI, für den Trophy, neue Räder. Und ich wollte halt da mal Monster Truck Räder drauf machen. Monster Truck Räder. Raider. Das ist ehrlich, der babbelt einen Scheiß. Ja, weiß ich noch nicht, was ich jetzt mache. Ob ich sie jetzt wirklich... Also ich brauche auf jeden Fall definitiv neue Räder. Für den Trophy, wobei ich auch die alten Räder, was heißt alten Räder, die sind ja kaum gefahren, Räder von dem Savage X 4.6 auf den Trophy machen könnte. Die wären bei weitem nicht so mächtig wie diese, ja, weil das ist ja, Alter, die sind ja Wahnsinn.
Krass. Und den anderen auch nochmal raus. Boah. Die Tüten hebe ich mir natürlich wieder mal auf, weil echt, jetzt habe ich schon so viele Tüten. Aber die Tüten kann man immer mal verwenden. Das sind bestimmt Aufkleber. Jawohl. Super geil. Wieder ein paar Aufkleber mehr. Ich freue mich. Nur einer? Nur einer? Ich muss mal gucken. Ja. Oh Leute, die riechen, ohne Scheiß, die riechen wie, als wenn ihr für euer richtiges Auto Reifen kauft. So beim Reifenhändler. Echt krass. Alter, was für Teile. Schaut euch diese Reifen an. Hammerhart, ja. Krass. Ja, ich fand die auf jeden Fall sehr geil. Besonders hier diese Schraubenköpfe, die da eingelassen sind. Okay, das ist alles nur Fake. Ja, also das ist kein... ja, das sind einfach nur so Schraubenköpfe, die da, was weiß ich, eingeklebt sind oder keine Ahnung was. Aber ich fand das super geil und besonders auch hier der weiße Schriftzug auf dem Reifen. Einfach von der Optik her super Reifen. Ja, preismäßig sind sie noch ein bisschen billiger als die Proline-Reifen. Die Proline-Reifen haben, glaube ich, ja, 49 Euro gekostet, zwei Stück. Und die kosten jetzt, die sind echt billiger. Ja, was heißt echt billiger? Also die, so viel ich weiß, ich habe ja den Zettel hier, Moment. Ja. Also für die habe ich jetzt bezahlt 39,90 Euro für zwei Paar. Also 80 Euro für vier Reifen. Ist natürlich auch kein Pappenstiel, aber das Profil, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt in der Kamera. Ich kann ja versuchen, euch mal näher ranzuholen. Jetzt für die. So. Also ihr seht auch hier erstmal hier vorne die Applikation mit diesen Schrauben. Also das finde ich schon mal super geil gelungen. Die weiße Schrift, wie gesagt, finde ich auch super geil. Und so ein bisschen von der Seite gezeigt, also echt, das sind derb große Stollen, ja. Und also der Reifen macht wirklich einen richtig geilen Eindruck, ja, ohne Scheiß. Ja, ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen hin und her gerissen. Die würden sich natürlich auch super geil auf dem Neuzugang machen, aber okay, wie gesagt, der muss ja erst eingefahren werden und ja, da will ich die Reifen da natürlich noch nicht drauf machen. Ich habe mir auch überlegt, die sind sogar, bei denen war das so eine Sache, die waren nicht sofort lieferbar. Da habe ich jetzt echt, glaube ich, anderthalb oder zwei Wochen drauf gewartet, bis diese Reifen gekommen sind. Aber das war ja nicht so schlimm. Dann gibt es genau denselben nochmal mit einem anderen Profil, mit so einem Keilprofil, also so, ich sag mal, Monster Truck Räder, ja. Und das sind ja alles Monster Truck Räder, aber die haben halt auch dieses obligatorische, sag ich jetzt mal, Monster Truck Profil, ja. Wenn man das überhaupt so sagen kann, ja. Also für mich ist das auf alle Fälle so, dieses Keilprofil ist für mich halt Monster Truck, ja. Ja, deswegen, die wollte ich mir eigentlich auch noch bestellen, damit ich auch mal ein paar Reifen, weil es ist einfach zu schade mit solchen Reifen. Ihr habt es auch gesehen, die Proline-Reifen auf dem Savage XL, mit denen kann man mal auf der Straße fahren, ja sicher. Aber es ist einfach zu schade mit solchen Reifen, sag ich mal, ja, auf normalen Asphaltwegen zu brettern, weil... Wenn die sich abnutzen, ist wirklich traurig. Und im Gelände sind die natürlich wesentlich besser. Ja. Und deswegen, okay, diese Keilform an Reifen, wie ich gesagt habe, ist natürlich auch ein All-Terrain-Reifen. So wie der eigentlich auch. Naja, All-Terrain ist der eigentlich nicht. Er ist eher schon mehr fürs Gelände, weil es halt Stollen hat. Aber dieser Keilform ist schon eher mal für die Straße. Und ja... Man könnte sich natürlich, also von denen gibt es zweierlei Sorten, also vier Sorten. Einmal diese, dann gibt es noch eine andere, da sind die Balken oder die,
wie sagt man denn, Stollenball, ja, Stollen anders da angeordnet. Dann gibt es das Keilprofil und dann auch noch einen komplett Normalprofilreifen, also für die Straße. Das wäre natürlich auch noch von Vorteil, sich so einmal zu kaufen, weil, ja, dann kann man auch mal auf der Straße fahren. Also vom Gummi her, von der Gummimischung, Leute, sage ich, ey, das, die Dinger haben Grip ohne Ende. Also Wahnsinn. So, ja, das war ein kleines Unboxing über meinen neuen Reifen. Ich bin jetzt wirklich, wenn ich den Trophy da so stehen sehe und denke, da diese Räder drauf, erstens, das sieht monstermäßig aus. Monster-Truck-Räder, monstermäßig, ja, bla bla. Ich bin mir da wirklich noch unschlüssig, ob ich das wirklich tun soll. Wir könnten sie ja mal draufschrauben und mal schauen, wie es aussieht. Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt die anderen Reifen auf dem Sledgehammer, sind natürlich jetzt All-Terrain-Reifen und haben halt, kannst du für beides nehmen, für Gelände und halt auch für die Straße. Sind auch schöne Reifen, auch von der Gummimischung her super, ja. Auch Beadlock, aber dazu kommen wir ja später nochmal. Aber die will ich ja eigentlich erstmal drauf lassen, weil zum Einfahren brauchen wir die ja eigentlich nicht. Wobei, echt, das, es reizt mich ungemein, ja. Ich könnte natürlich auch die, das könnte ich natürlich auch machen. Ich könnte die Reifen von dem Sledgehammer auf den Trophy machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Leute, ich bin sehr unschlüssig. Ihr merkt es sehr wahrscheinlich selber. Okay, ja. Das war's jetzt eigentlich zu den Reifen. Nur ein kleines, kurzes Unboxing. Ja, das andere machen wir eigentlich im anderen Video. Glaube ich besser. Ich wollte euch eigentlich hier nur mal die Reifen vorstellen. Wie gesagt, von mir auf alle Fälle eine Kaufempfehlung. Super verarbeitet, meiner Meinung nach. Ja. Super geile Gummimischung, wenn man den Reifen so anfasst. Also der bietet auf alle Fälle mega Grip. Ja. Also wirklich. Und ha, riechen tun sie auch gut. Ja, okay, das ist eigentlich ja egal. Ja. Und halt, ja, wie gesagt, von der Optik her Wahnsinn. Wie gesagt, sie sind ja eigentlich kleiner wie die von vom Savage. Ich hole den Savage mal. Also, ohne Scheiß, gell? Also die sind wirklich von den Maßen her, Leute, ohne Witz, ja. Ich würde sogar, wenn man jetzt so drüber guckt, ich lege den mal innen bündig. Seht ihr das? Also ich liege hier eigentlich bündig. Ja? Bündig. Der ist sogar breiter. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die von den Maßen her eigentlich, ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, von den Maßen her kleiner bemaßt waren als die Proline. Die, ey, die sind noch fetter wie die Proline-Reifen. Ohne Witz. Krass. Naja, gut. Okay, nichtsdestotrotz sind die Proline auch genial. Ja, und sehen natürlich auch super aus. Ja, ich werde jetzt hier das Video beenden. Es ging mir nur mal um die Vorstellung meines Neuzugangs. Wie gesagt, die anderen Lewis-Reifen, Lewis, sag ich das überhaupt richtig? Lewis. Ja doch, Lewis, klar, ach, ich bin so verwirrt. Bin ich noch am Überlegen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt noch bei Konrad, was, aber das machen wir im anderen Video. Das hat jetzt hier mit der, mit dem Unboxing der Reifen hier eigentlich nichts zu tun. Ja, ich finde es super. Wie gesagt, von mir, wenn ihr überlegt, Reifen zu kaufen für euer Monster-Truck, hier auf alle Fälle von mir eine Kaufempfehlung. Saugeile Teile und für den Preis für, sag ich mal, 39, also 40 Euro, zwei Stück. Das hört sich vielleicht in erster Linie mal viel an und auf den Bildern kommen die vielleicht auch nicht so rüber oder auf der Kamera vielleicht auch nicht, aber es sind wirklich, sie haben ein mega Stollenprofil und
Mit dem könnt ihr schon eine ordentliche lange Zeit fetzen, bis die Reifen runter sind. Also, wie gesagt, von mir, Lewis Reifen, Kaufempfehlung. Ja, das war's von mir. Mein kleines Unboxing, wieder viel gebabbelt, wenig gemacht. Ha. Okay, haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf und haut rein. Euer RC Warlord, macht's gut, ciao.